der Automobilen-Trabant-Ausstellung in der Udestraße ist noch bis Ende des Monats eine Sonderausstellung mit Kinderfahrzeugen zu sehen. Gezeigt werden mehr als 30 Fahrzeuge vom Tretroller bis hin zu Tretautos verschiedener Hersteller. Die Exponate stammen aus einer Privatsammlung und dürften die Herzen von Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen höher schlagen lassen. An einigen Modellen finden sich sogar Bauteile aus echten Autos, wie etwa die Seitenblinkergläser eines alten Ladas. Die Automobile Trabant-Ausstellung in der Udestraße hat jede Woche von Mittwoch bis Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.